Adi, Schatz. Alles Gute. Ja, du vermisst dein Waschbecken, gell? Was du sonst immer hattest. Hier gibt's keine Waschbecken. Wir sind bei der 16 heute. Da müssen wir ein Türchen raussuchen. Und zwar ist dieses hier. Soll das schon weg? Jetzt haben wir, pass auf. Mit deiner Schweinenase. Mann, Schatz, alles Gute. Toll. Leo. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Adi und der Bi-Adventskalender von Kalea. Aber erstmal müssen wir wieder Pupsis Karls Erdbeerhof Adventskalender Türchen zeigen. Die Nummer 16. Glücklich unter Mistelzweig stehen Sahne und Erdbeer zum Kuss bereit. Und da habt ihr hier Erdbeer-Sahne-Bonbons drin. Ich dachte, in dem anderen Ding waren schon mal so Sahne-Bonbons, Erdbeersahne. Ist das jetzt doppelt? Die anderen waren aber kleiner. War das was anderes? Ich weiß es nicht. Das andere waren handgemachte Erdbeerbonbons. Das sind Erdbeerbonbons mit Handsahne. Also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Wir kommen aber zum heutigen Bier und haben heute drin gehabt dieses Leo. Wenn die meisten sagen, das ist ja cool. Leo heißt eigentlich mein Kuscheltier, was ich damals von meinem Papa gekriegt habe, als ganz kleiner Bubi, den ich immer mit rumgezerrt habe, den die Mandy schon zwei, dreimal flicken musste, nähen musste. Früher hat der Klaus den genäht, dann hat es die Mandy genäht. Und ja, Klaus lebt nicht mehr, Mandy ist nicht mehr da, der Leo ist auch kaputt, also die Welt verändert sich, genießt es also so lange, wie ihr es habt. Aber das gibt es ja auch in der Dose. Und wir haben ja mit dem Fahrer mal das China-Bier-Tasting gemacht und da haben wir das Asahi drin gehabt und da haben wir das Sangi drin gehabt und da haben wir auch Leo drin gehabt. Das heißt, hier sind drei, in dem internationalen Kalender sind drei Biere drin, die wir einfach bei unserem Asia-Bier-Tasting hatten. Ist cool, aber irgendwie, naja, für mich halt leider nichts Neues. Was sagen wir aber jetzt zum Etikett? Ist eine braune Flasche. Wir haben auf dem Deckel erstmal stehen, Leo, das sieht nach was aus. Hier ist es silber, es glänzt, da steht imported mit rot. Hier steht nochmal Leo. Und du musst gar nicht suchen, es steht direkt da Produkt of Thailand. Also ein thailändisches Bier in der braunen Flasche mit 25 Cent Pfand. Du hast hier den Leopard oben drauf, das ist auch cool. Hier ist Lagerbier, hier ist alles, hier steht München. Da ist alles golden, das sieht also alles schon sehr edel aus. Also wenn man das so sieht, gefällt mir das eigentlich recht gut. Ich würde trotzdem für die Verpackung, für das Etikett, für alles würde ich 4 Punkte geben, weil es eben Leo ist, weil es ein Leopard ist. Da ist ein Leopard drauf, das ist ein, von der Singja Corporation und es sieht hochwertig aus. Es sieht hochwertig aus, es macht Bock. 4 von 5 Punkte für das Etikett. Den Bierdeckel. Den Kronkorken müssen wir wieder sammeln für den Bier-Shanga. Schenken jetzt auch erstmal das Leo-Bier ein in unser Kalea-Tasting-Glas. Jetzt habe ich wieder alles daneben geschüttet, merke ich gerade. Wo das immer hingeht, ich will es gar nicht wissen, es kriegt auch keiner mit. Marie guckt sich die Videos nicht an, Sandra guckt sich die Videos auch nicht an. Das ist sehr gut, so merkt keiner, dass ich regelmäßig Bier im Kinderzimmer verschütte. Ich gucke ja danach immer und suche es, wenn ich es noch finde, wenn es noch nicht eingetrocknet ist. Außerdem macht Marie immer Kakaoflecken ins Wohnzimmer. Das ist Yin und Yang, wenn ich Bierflecken ins Kinderzimmer mache. Also ich sehe nichts, perfekt. Gucken wir es uns mal an. Kleines Schaumkrönchen. Ist relativ klar, aber mir nicht klar genug, weil da schwimmt wieder lauter Zeug drin rum. Es ist im Gegensatz zum letzten Bier auch deutlich heller. Das letzte war kräftiger. Euch gefällt es vielleicht, wenn wir uns das mal so angucken. Aber mir ist das ein bisschen zu hell. Könnte kräftiger sein. Sehen wir Zeug, was rumschwimmt? Nö, wir sehen gar nichts. Das ist doch eine schöne Sicht, oder? So sieht die Welt gleich viel besser aus. Wir stellen es mal wieder hin. Was gebe ich jetzt für Farbe?
Ich glaube 2 Punkte. Das ist, es könnte klarer sein, es könnte kräftiger sein, da fehlt von allen was, es reicht mir nicht für 3. Wir machen 2 Punkte für die Farbe. Kommen wir mal zum Geruch. Leicht süßlichen, gleichzeitig säuerlichen Geruch. Der Geruch bleibt erhalten, auch beim zweiten Schniefer. Jetzt ist der Geruch weg. So, war das jetzt appetitlich, war das nicht appetitlich, war das gut, schlecht, wie auch immer. Ich würde sagen, wir machen stabile 3 Punkte. Das geht nicht hoch, das geht nicht runter, das ist einfach, das ist okay. 3 Punkte, Standard, Mittelmaß für den Geruch. Also das ist, da kannst du bei jedem Bier immer 3 Punkte geben für alles, dann trittst du niemanden auf die Füße. Wir probieren aber noch den Geschmack. Sehr wässrig, sehr leicht. Kleine bitzelnde, säuerliche Note auf der Zunge beim Abgang. Ist jetzt nicht besonders schmackhaft. Also dieses leicht säuerliche merkst du auch direkt beim Trinken, nicht nur im Abgang. Hat ansonsten aber trotzdem wenig Geschmack. Ist, weiß ich nicht, erinnert mich nicht an ein Bier. Würde ich nicht sagen, das ist ein richtig tolles Bier. Gönnt euch das, das ist halt wirklich Suppe, ne? Kriegt von mir jetzt, beim letzten Mal gesagt, dass 2 Punkte können wir nicht machen, weil dafür müsste es richtig schlimm schmecken schon, aber dafür haben wir eigentlich 0 und 1. Ich glaube, bei dem muss ich aber auf 2 gehen. Da ist eine 3 trotzdem zu viel dafür, dass das eigentlich nach nichts schmeckt und dann nur säuerlich. Das Säuerliche auf der Zunge bringt es von 3 auf 2 runter, also 2 Punkte auch bei Geschmack. Hier bei dem, der gute alte Leo. Ansonsten war es das schon wieder von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses und ja, bis morgen zum nächsten Türchen.